Bei Diabetes hören viele weg. Und das ist sehr, sehr schade. Denn der gesunde hat 1000 Wünsche, der Kranke immer nur einen. Wusstest du, dass Diabetes die sechsthäufigste Todesursache in Deutschland mittlerweile ist und dessen Folgeerkrankungen natürlich auch ebenfalls auch häufigste Todesursache bei Diabetikern an dementsprechend auch Krebs, sehen wir hier in einem Ärzteblatt, vor kurzem ganz neu aufgedeckt. Oftmals wird der Zucker mit Diabetes in Verbindung gebracht. Nun aber ein Faszinosum, was ich euch einmal hier darstellen möchte. Galileo hat vor 2 Jahren einen Beitrag veröffentlicht von jemandem, der nur Fleisch gegessen hat, seit 2 Jahren, sogar nur Muskelfleisch, und er hat Diabetes gehabt. Nun kann es anscheinend nicht an dem Zucker liegen. Und das ist auch eben so, denn Wissenschaftler sind sich heute einig, das ist nicht der Fall. Denn Wissenschaftler sind sich so einig, so schreibt auch das Ärzteblatt sogar, zu viel Fleisch könnte Diabetes auslösen. Genau genommen geht es um eine ganz bestimmte Aminosäure, die vermehrt in tierischen Produkten bzw. im Fleisch vorkommt. Und das ist Methionin, eine essentielle Aminosäure, die schwefelhaltig ist. Kürzlich gab es eine Säugetierstudie, die dann dementsprechend Licht ins Dunkle bringen sollte. Später sollten dann auch Menschenstudien dann auch folgen. Es gab 4 Kontrollgruppen. Die eine dementsprechend ganz normal Kontrollgruppe, die eine dann kein Cystein, die andere kein Methionin, also Restriktion von Methionin, und die andere Gruppe, die 4. Gruppe, kein Methionin und kein Cystein. Dann wurde dann dementsprechend gemessen der nüchtern Blutzuckerspiegel und der nüchtern Insulinspiegel. Und nach 9 Wochen sehen wir hier, dass die niedrigsten Blutzuckerwerte erreicht worden sind in der Restriktionsgruppe von Methionin und Cystein und auch ebenfalls deutlich dann dementsprechend auch in der Cystein- und Methionin-Gruppe beim Insulin-Nüchternspiegel. Ja? Deutlich. Das heißt, es hat definitiv einen Einfluss dieser Aminosäuren auf die Blutzuckerspiegel. Jetzt haben die Wissenschaftler sich gefragt, woran hängt das denn alles so zusammen oder womit zusammen? Und genau genommen mit einem bestimmten Wachstumsfaktor, ja, und das ist der FGF21, Fibroblasten Growth Factor. Und der wird vermehrt ausgeschüttet, wurde beobachtet, wenn diese beiden Aminosäuren restriktiert wurden. Und was passiert? Ich habe das vor kurzem schon in einem Video aufgedeckt, dass du den Körper künstlich in einen Fastenzustand bringen kannst, wenn du Proteinrestriktion verübst. Das heißt, weniger Proteine konsumierst, dann denkt der Körper, du befindest dich in einem Fastenzustand, du isst gerade nichts. Ja? Und dann kannst du die ganzen Vorteile natürlich genießen, die man in einem Fasten so hat. Und genau das Gleiche passiert eben hier. Das liegt unter anderem am Fibroblasten Growth Factor, das heißt Fibroblasten Wachstumsfaktor. Und dieser wird eben vermehrt dann dementsprechend ausgeschüttet. Ja? Das heißt, der Körper schraubt die Sensitivität hoch gegenüber Zucker und Insulin dann dementsprechend, weil er denkt, er ist in einem Fastenzustand und schleust alles in die Zellen rein. Somit ist ganz klar zu erklären der niedrige Blutzuckerspiegel dann dementsprechend. Genau genommen ist es ziemlich doof, wenn man jetzt sagen würde, ja gut, jetzt muss man aber Cystein und Methionin nicht mehr zu sich nehmen, damit man diese positiven Effekte erzielen kann. Und das ist eben nicht so, denn es wurde im Gegensatz noch ein Gegenversuch gemacht. Und zwar sehen wir hier die FGF21-Konzentration wieder, ja, Fibroblast Growth Factor. Und dabei wurde nur Methionin, sehen wir hier, um das 9-fache nach oben geschossen, ja, wenn auf jenes verzichtet worden ist. In allen anderen Gruppen völlig Normalwerte, ja, ist dieses aber dementsprechend restriktiert worden, das Methionin, diese Aminosäure, die vermehrt in Fleisch vorkommt, schießt der Fibroblasten-Growth-Faktor nach oben und damit schießt auch die Sensitivität gegenüber Glucose ebenfalls nach oben. Du kannst viel besser Glucose aufnehmen. Ja, das wurde hier nochmal ganz klar daran verifiziert, dass es eben genau damit zusammenhängt. Ja? Jetzt ist aber noch zu klären, wie verhält sich denn das Ganze bei Menschen und dieser Fibroblast Growth Factor? Habe ich ebenfalls versucht zu untersuchen. Und auch dazu gab es Untersuchungen. Und hier sehen wir zum Beispiel in Abbildung C, da wurde verglichen Omnivore mit Vegetarier. Hier sehen wir Faktor 1 zu 4 circa. Ja? Das heißt, die Vegetarier haben schon 4-mal mehr von diesem
Insulin, von diesem Fibroblasten Growth Factor. Jetzt aber nochmal zum Vergleich Vegetarier und Veganer, dann haben die Veganer nochmal viermal mehr als die Vegetarier schon. Wir erreichen die Werte von 160 bis 170, ja. Das heißt circa 17 mal so hoch wie die Omnivoren von diesem Growth Factor, der den Körper sensibilisiert gegenüber Glucose, um besser die Glucose in den Zellen ziehen zu können und vor allen Dingen deine Energiebilanz zu optimieren. Ja, man sieht hier ganz klare, deutliche, ja, wie soll man sagen, Vorteile einfach, ja, einer pflanzlichen Ernährung und vor allem einer methioninarmen Ernährung. Komischerweise verloren die Subjekte aber mehr Gewicht, ja, trotz sie natürlich mehr Glucose eigentlich aufgenommen haben im Körper, das heißt mehr Zucker herausgezogen haben, haben die trotzdem Gewicht verloren. Womit kann das zusammenhängen? Ja, da haben die Wissenschaftler weitere Versuche gemacht, ja, und ganz, ganz spannend, die Energiehomöostase bzw. die Energiebilanz wurde gemessen, ja, und die war deutlich höher in der Gruppe. Das heißt, die Lebewesen waren fähig dazu, die Energie viel besser umzusetzen und zu nutzen für sich, ja. Das heißt, sie waren viel aktiver, viel agiler, ja. Das heißt, die Energie konnte viel, viel besser in kinetische Energie, in Bewegungsenergie umgewandelt werden, sehen wir hier schwarz auf weiß. Sehr, sehr schön einmal zu sehen, was mit deinem Körper wirklich passiert, wenn die Restriktion jener passiert mit dir, ja. Warum haben jetzt nicht alle Menschen, die viel Fleisch essen, gleich Diabetes? Es ist auch immer die... Es ist nicht dieser eine Faktor halt immer, ne? Sport und solche Sachen spielen alles noch mit gleich rein, die Epigenetik und so weiter. Aber es ist definitiv ein Baustein, der endlich aufgedeckt worden ist. Ich hoffe, ich konnte euch da was lernen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt und vor allen Dingen auf vitasomal.de vorbei. Schaut meine liposomalen Supplements bis 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit und wir haben auch Tees und Kräuter. Ich würde mich sehr, sehr gerne euch dort wiederzusehen auf vitasomal.de. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Bis gleich, auf Wiedersehen.